Fuck, ich muss ja gleich schon wieder schneiden. Ich frag mich, wie schnell ich das Spiel durchschaffe. Aber ernsthaft. Ich habe jetzt schon gut was geschafft und es ist gerade mal Part 3. Nicht schon. Verarsch mich nicht. Was ist denn das? Danke für ein Herz recovern. Dankeschön. Kriegst einen Keks von mir, ey. Mann, du Tumpfnudel. Manchmal könnte ich dich... Ah ja. Jetzt sind wir hier wirklich Psycho World. Guckt euch das mal an. Wir gehen auf großen Zungen von ihm und... Ich hoffe, er hat wenigstens sich vorher die Zähne geputzt. Ich will den... Au! Fuck Noggy. Von was hat der überhaupt für eine lange Hentai-Zunge? Das habt ihr jetzt nicht gehört. Über! Stirb! Shit. Ich weiß, als Kind hatte ich immer Probleme bei diesem Lava-Verfolgungslevel. Und dann bin ich hier in diesen Part nie gekommen, obwohl ich hier immer hin wollte. Bis dann das Internet kam und ich mir einfach die Cheats geholt habe. Nee, Quatsch. Nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe das Spiel hier immer... Das ist so für mich so eine leichte Art Mega Man. Wenn mal was für Funk. Ich glaube, da würde er mal von Mega Man etwas runterkommen. Apropos runter. Hui! Ja, die fallen runter nach einer Zeit. Nicht nett, also... ich gehe weiter. Ihr könnt mich nicht hindern. Leckt mich doch. Fallende Blöcke. Fallende Blöcke. Wer was gegen diese Musik hat, ist doof. Nee. Ah, ja, genau. Jetzt wird das kombiniert. Sehr nett auch. Nee, aber von den Ideen ist das ja schon super. Also, ich weiß echt, ich habe es als Kind super gern gespielt und ich spiele es immer noch sehr gerne. Okay, wie komme ich dahin? Ach so, dahin, da. Oh Gott. Jetzt aber. Buja! Hey, Buja! Aber mir fehlt ja einer, wissen wir ja. Im ersten Akt habe ich einen vergessen. Wofür ich nicht mein Leben riskieren wollte. Level 4 beendet. Ich hab überzogen, so ein Scheiß. Ja, schon wieder einer. Fuck. Egal, ich mach jetzt wieder Doppelpart. Mit Hilfe des Genies und des fliegenden Teppichs kann Aladdin der Höhle der Wunder entfliehen und fliegt zurück nach Agrabah. Doch Abu kann einfach nicht stillsitzen und hüpft auf dem Teppich herum, bis er runterfällt. Mitten hinein in den Sand der Wüste. Aladdin will Abu retten, doch der ist bereits in den einer Pyramiden gestürzt. Nun bleibt Aladdin nichts anderes übrig, als seinen Freund in die unheimliche Pyramide zu folgen. Ja, jetzt sind wir schon in der Pyramide. Auch ein Teil, der eigentlich im Film gar nicht vorkommt. Also, dass das mit der Lampe, dass das so ein bisschen eine Anspielung auf das Lied Friend Like Me war. Das sehe ich total ein. Aber das kam ihm halt auch nicht im Film vor. Das kann ich einsehen, aber eine Pyramide kam im Film nicht vor. Und zwar gar nicht. Hör mal! Hör! Stirb! Nee, das war nicht so. Ja, jetzt haben wir hier Double Archer, die gern doppelt so viel schießen, wie sie möchten. Und einem ziemlich auf den Zünder gehen. Da ist Abu, der dumme Affe. Ich riskiere schon wieder mein Leben für einen dummen Affen. Ich glaub's nicht. Ah ja, übrigens, ein Trick für diejenigen, die immer Probleme haben, diesen Skarabäus zu fangen, was ich nicht glaube. Einfach auf die Kiste stellen und einmal hochspringen, wenn er vorbeifliegt. Dann kriegt ihr ihn meistens. Seht ihr ja bei mir. warte mal. Habe ich so... Und? Es kann auch sein, dass es mit den Vasen random ist. Ich irre mich ja gern mal. Jo. Nein. Fuck. Nein, 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 nein. Egal, was da oben ist, ich will es irgendwie haben. Fickt euch doch. Ich gehe einfach jetzt weiter. Oh Gott. Schon wieder übel was im Hals. Oh, pff, what the? Okay, hier geht's nicht hoch. Also. Weiter. Weiter hier hoch. Und jetzt nur aufpassen, dass ich nicht schon wieder überschreite. Ich mach Doppelpart jetzt. Wisst ihr, es passiert immer irgendwie, dass ich die Zeit aus den Augen verliere. Und dann sage ich mir, wisst ihr was, ich mache einen Doppelpart.
So. Läuft doch aber gut. Und eine neue Atempause, wo wir atmen dürfen. Ich erlaube es euch jetzt zu atmen. Ja, aber wenn das so weitergeht, ich glaube, ich kriege das LP jetzt an einem Stück durch. Weil viel kommt nicht mehr. Das Game ist nun mal recht kurz. Aber das sind ja nun mal alle solche Arcade-Games, um genau zu sein. Na, was kriege ich? Ich würde zu gerne wissen, was auf dem kleinen Genie-Face ist. Ein Leben, bitte. Ja, ein Leben. Sehr cool. Ich habe ein Health-Up? Kann ich aufgepasst. Gleich gemerkt, dass ich ein Health-Up bekommen habe. Oh, Tatsache. Nein, das war dumm. Den brauche ich. Oh, mehr. Ja. Bärmsen. Was sind das überhaupt? Fliegende Töpfe? Also manchmal glaube ich echt, die Macher solcher Spiele sind auf Drogen. Ah, seht ihr, die schießen doppelt. Nervig. Noch ein Health Power-Up. Da wegbröselnd am Boden. Also Health haben wir hier, glaube ich, noch up the ass. Und, na, Fledermaus auf Sand, geh weg. Ist da irgendwas? Ja, natürlich, der Schatzsucher in mir. Ein Leben! Das Game ist einfach zu einfach. Aber es macht trotzdem Spaß. Es macht echt Spaß. Das wäre für alle, die Mega Man frusten oder Castlevania, Ninja Gaiden. Wer für die Leute und die auch nichts gegen Disney haben, wäre das mal eine gelungene Abwechslung, wie ich finde. Weil es ist einfach, ja, es ist nicht komplett einfach. Es ist ein, teilweise wie, jetzt wird es langsam ein bisschen trickier. Aber es ist nicht so, dass man sagt, boah, meine Fresse, ist das schwer. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Ich krieg einen Anfall. Wieso springst du nicht, Ryu? Nee. Es ist halt so. Das ist jetzt für mich auch so ein bisschen dafür, dass ich immer, dass ich so Sonic Battle fruste, weil das Game an manchen Stellen echt assig unfair ist. Nein, du wirfst nicht. Du bärmst dich weg hier. Ich frage mich sowieso, wie kommen diese Nerds hier rein? Also wirklich, so für Leute wie Fang Gamero wäre das hier mal, glaube ich, eine gelungene Abwechslung. Jo, haha. Ich meine, ihr habt Äpfel, das sind eure, das ist euer Mega Buster, euer Ryu Schwert, euer alles. Jetzt haben wir auch noch, ja, die können euren Äpfeln ausweichen, das ist Boss Time. Wenn man es Boss nennen kann. Pam, tot. Ja, sehen wir uns mal, wie doof der Affe ist, ey. Friss. Apfel, du dummes Drecksteil hier, du dummes Kackvieh. Ja, wie ist das, war auch wieder die Stage. Und hier geht's beim nächsten Mal weiter, indem ich die Stage beende. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.